Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer Folge von Sons of the Forest. Ja, ich hatte ja einen großen, riesengroßen Fehler in den letzten Folgen. Und zwar hatte ich immer ohne Ton alles. Das ist natürlich, ist unheimlich ärgerlich. Ich weiß leider auch nicht warum. Ich habe auch sehr viel aufgenommen in der Zwischenzeit. Und ich hatte auch sehr lange kein Internet, was bedeutet, ist auch doof. Das einzige Gute ist, wir haben jetzt endlich vernünftiges Internet. Also, naja, ja, wir haben auch freies Internet, sag ich mal so. Wir haben ja so eine Gigacube, wir hatten damals 200 Gigabyte und boah, das war innerhalb von 18 Tagen leer, von 30 Tagen. Und wir haben schon ultra sparsam, ich nenne es mal gelebt, Updates, was weiß ich, Serien runtergeladen, halt immer über meine Eltern oder bei meinen Eltern besser gesagt. Und ja. Jetzt haben wir unbegrenztes Internet. Immer noch nicht krass schnell, aber eigentlich vollkommen ausreichend. Wir haben jetzt, glaube ich, im Download sind vorbei. Ich glaube, 5 MB. Nee. Und ja. Ich bin relativ zufrieden. Ist besser wie gar nichts. Da unten ist es. Hä? Oh, mir hat eine Plantine gefehlt. Okay. Gut, ja. Noch nebenbei zu sagen ist, es gab sehr viele Updates. Und ich muss gestehen, ich weiß gar nicht mehr genau. Wo ich zuletzt war. Was genau zuletzt war. Ob es draußen Tag oder Nacht ist. Gut, das hätte ich schnell gucken können. Aber warum leckt denn das so? Es ist Nacht. Moment. Doch da, ich wollte gerade sagen, es gab doch hier eine Uhr. 19:02 Uhr. Es wird natürlich gerade schön Nacht. Geil. Das bedeutet, ich gehe rein, lege mich doch mal hin. Licht. Ich wollte gerade sagen, also. Okay. Oh, ich wollte gerade sagen, hier drin ist schön hell. Nee, speichern noch nicht. Alter, die Maus. Ist komisch eingestellt. Ich hab übrigens schon sehr lange nicht mehr gespielt. Ich habe vor kurzem erst eine Folge rausgebracht wegen DayZ. Das war das Einzige, was ich das in den letzten Monaten gespielt habe. Oh ja, ich muss was essen und trinken. Hab ich schon wieder vergessen. Na los, jetzt. Okay, sauberes Wasser. Ist hier oben auch Wasser drin? Sauberes Wasser, geil. Okay, dann würde ich sagen, wir essen einfach mal eine Auster. Doch nicht. What the fuck, das bringt ja gar nichts. Alter, es ist so krass dunkel. Wir haben tatsächlich, aber auch sonst irgendwie gerade nichts dabei. Ah, guck mal einen an. Okay, esse ich hiervon einfach zwei, wie immer. Okay, perfekt. Dann trinke ich zweimal was und dann ist der Charakter doch auch glücklich, oder? Trinke ich aus der Flasche oder aus dem Topf? Oh, ich habe das damals nämlich mal genau andersrum gemacht. Das war besser. Ich glaube, das war hier draus. Ja, macht eigentlich auch mehr Sinn. So, at two times. Ich glaube, da konnte man auch viermal draus trinken, ne? Genau. Hier unten war es, glaube ich, nämlich nur zweimal. Leck, leck, leck. So. Shiitake-Pilze. Okay. Jetzt muss ich mal gucken, wo ich tatsächlich bin.
Also, Scusi, schon mal dafür. Ich weiß nicht, was wir als letztes machen wollten. Das kann ich schon mal vorneweg sagen. Ich habe keine Ahnung. Was bedeutet quasi, ist das jetzt hier mal ein Neubeginn? Also falls ich in der Vorfolge gesagt habe, ich werde. Keine Ahnung. Ich wollte zwei Häuser bauen. Das weiß ich nicht mehr. Bin ich ganz early? Ich habe keine Ahnung, was geplant war oder so. Warum steht der hier einfach? Okay. Ich habe keine Ahnung. Sollte der hier stehen bleiben? Wegen dem hier? Auch das weiß ich nicht mehr. Egal, wir gehen jetzt erstmal runter nach Hause. Und nein, Leute, ich kann euch leider unter gar keinen Umständen sagen, was jetzt hier alles neu ist, weil ich habe absolut keine Ahnung. Ich werde gleich mal ins Tagebuch oder ins Baubuch gucken. Und vielleicht gibt es ja doch ein, zwei Sachen, wo ich sage, ah, die gab es noch nicht. Vielleicht passiert es auch gar nicht und sage, oh, hier liegen viele Steine. Und sage, boah, geil. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Und die Grafik, die ist immer noch echt der Wahnsinn. Also finde ich echt Hammer. Ich würde schon fast sagen, dass sich da auch was geändert hat. Tatsächlich. Okay, hier ist alles unten geblieben. Ist auch hier alles noch komplett. Baumregeneration ist an. Grafik ist. Nicht, dass ihr mich gar nicht hört. Ich meine, das wäre nicht schlimm, aber. Da brauche ich auch nichts sagen. Okay. Warum leckt das? Ich mache gar nichts im Hintergrund. Nix. Ich habe kein Video, kein Rendering an. Nix, gar nichts. Boah, ich habe so lange nicht mehr gespielt. Ah, erstens, sorry. Ich muss meinen Lüfter hochdrehen vom PC. Das habe ich komplett vergessen. Okay. Der steht jetzt auch oben auf dem Tisch seit neuestem. Auch sehr relevant für euch, ne? Natürlich. Jetzt hätte ich die falsche Taste gedrückt. Das wird nichts. Gündos. Das wird nichts. Warum leckt denn das so? Ich weiß auch gar nicht mehr, wie weit waren wir denn? Okay. Hier drinnen habe ich scheinbar gut was gesammelt schon. Naja, dieses Scheißdinger. Das war schon. Ne, hör auf, hör auf. Ich bin gerade am Überlegen, hier doch mal irgendwie eine Verteidigungsmauer zu bauen. Gut, die wäre natürlich echt weit hinten. Die müsste ich ja. Boah, die wäre doch ein bisschen sehr groß. Die müsste ich ja quasi von hier beginnend, je nachdem, wie das funktioniert mit den Steinen und sowas, hier ganz außen lang. Dip, 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 dip. Noch weiter, noch weiter. Dann hier geradezu quasi. So müsste ich die quasi, wenn dann, bauen. Klar, wir hätten hier drin unsere. Wir hätten komplett Ruhe. Ach krass, selbst das Holz ist alles voll. Hat Kelvin hier noch gemacht? Ja, wie gesagt, letzter Stand. Ich weiß es nicht. Vielleicht war es auch schon noch voll, weil wir nichts mehr gebaut haben. Aber. Daher es voll ist, könnten wir eigentlich wirklich gleich mal anfangen. Hier mal richtig schön was zu machen. Aber zuallererst, was ich machen wollte, ist ins Buch gucken mit B. Jawohl. Komm, wir wechseln erstmal kurz in den normalen.
Wir beginnen einfach mal bei. Ja, komm, Zelt. Das ist, glaube ich, der Start. Kennen wir. Mal gucken. Bin gespannt, ob es hier was Neues gibt, was wir noch nicht kennen. Nee, ich glaube, das auch. Boah. Steinboden. Okay, das wäre schon ziemlich nice, das hier drinnen komplett alles mit Stein zu machen, in der untersten Etage jedenfalls. In der untersten Etage wäre schon echt cool. Ha. Könnt ihr mir gerne in die Kommentare mal schreiben. Bitte auch mit. Ne? Wie wäre es mit Steinboden ist cool oder sowas, meine ich. Steintür? Nee. Steinfenster? Achso, jetzt kommt das alles nur mit, okay, mit Stein halt nochmal. Okay, eine Eckrampe gibt es. Das ist neu. Das muss neu sein. Wenn es nicht neu ist, dann weiß ich auch nicht. Da habe ich ganz schön was vergessen. Es gibt ein vernünftiges Geländer endlich. Das ist das Erste, was ich hier draußen mache. Hier. Gott sei Dank gibt es ein Geländer. Weil das ist ja schrecklich. Kevin! Okay, das ist cool. Verteidigungsmauer, ja. Fensterlinien kenne ich schon. Hier ist Elektrizität. Aber jetzt kommt verbesserte. Es gibt Batterien. Nein, jetzt wird es auch nachts dunkel. Ich brauche eine Batterie. Ich muss Batterien finden. Okay. Es gibt einen Elektrozaun. Okay, das ist nice. Okay, das ist nice. So, wir beginnen natürlich auch wieder von Anfang. Warte mal. Doch, gab's auch schon. Hirschfellteppich. Der ist neu. Der muss neu sein. Der sagt mir gar nichts. Große Stammlager. Okay, das ist cool. Weil wir haben draußen jetzt ganz, ganz viele kleine. Ich würde gerne wissen, wie viele da reinpassen. Das werde ich auf jeden Fall auch ändern. In den nächsten Folgen. Okay, wenn jetzt ist doch mal gut. Kennen wir? Holzschlitten. Also ist, glaube ich, neu, aber habe ich jetzt nicht so Interesse dran. Knochenmacherfalle. Es gibt richtig viele Fallen. Wow. Hockey-Pocky-Falle. Leiser Alarm. Mit einem Radio? Nice, okay, das ist cool. Aber warum leise? Ist wahrscheinlich Ironie. Okay, cool. Ah ja, ich habe eine goldene Rüstung gefunden, stimmt. Okay, das bedeutet, wir werden... Sind sie nicht mehr piekserig? Na gut. So, dann werde ich mir jetzt meine Axt wiederholen. Auf 1, glaube ich, war das. Ich versuch's mal kurz. Nein, stimmt. Oh, ich wusste es. Oh, nee. Die 3. Nein, was mache ich? Doch, ist richtig. So, müsste ich ja jetzt eigentlich mit einem einzigen
Okay, sind Geländer. Es ist auch schön niedrig. Jetzt hoffe ich nur. Nee, es geht nicht. Wegen der Mauer. Ich bin am Überlegen. Wird, glaube ich, nicht schön aussehen. Hä? Hey. Ja, das ist das Problem. Okay, das sieht echt beschissen aus. Na gut, mal gucken. Kann ich denn das hier reinbacken? Wait, what? Achso. Ha. Ich bin gerade am Überlegen, ich könnte eine Sache mal versuchen. Ah ne, warte mal, das kann ich ja trotzdem drauf lassen. Dass ich das mal 2 hoch mache. Erfüllt irgendwie den Zweck schon besser. Schwierig. Aber ich glaube, es ist besser wie alles andere. Natürlich nehmen wir auch ein. Ist halt einfach insgesamt schicker aussieht und ja, es ist okay. Okay, dann werde ich jetzt mal gleich mit Kelvin hier neue Lager bauen. Jetzt habe ich hier natürlich auch alles zugekleistert, ne, mit denen. Dann werde ich vielleicht erstmal ich kann die nicht so schnell aufnehmen. Okay, jetzt habe ich keine Ahnung, wo er die hingeschmissen hat. Ich hoffe nicht zu weit weg. Okay, jetzt brauche ich was zu lagern und zwar. Ist das zweifach groß? Ah, da liegt das andere. Okay. 7. Kelvin ist noch höher. Folge mir. Ja, okay, mache ich. Okay. Hä? Ich hoffe, die spawnen hier nicht. Habe ich gar kein Sticklager? Ich habe kein Sticklager. Okay.
muss ich natürlich auch noch mal kurz mithelfen. Weil ich bin tatsächlich selber auch ein bisschen gespannt, wie viel da tatsächlich reinpassen. Ein. Stämme und Behälter füllen. Bitte, 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 bitte. Sehr gut. Ich hoffe, da passen zwei Stück genau nebeneinander. C, 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 C. Nein, ach. Kann ich jetzt. So ein bisschen reinbacken. Das sieht ja auch gleich mal. So schlecht aus. Okay. Ah, da passt noch mehr drauf. Okay, ein einziger noch. Ah, nee, einer. Okay, das ist zu hoch gestapelt. Ja. 4, 2, 3, 4, 5. Boah, eine komplette Reihe passt auf ein Ding rauf. Boah. So Construction AB schließen. Ja, mag ich. Okay, cool. Das ist geil. Das ist nice. Ich hoffe, jetzt ist keiner runtergerollt. Nein. Gut, dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniert mich, gebt doch noch und schreibt in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Tschüss.